Guten Tag, herzlich willkommen und moin moin, schön, dass ihr dabei seid, Leute, zum LS22 Nordrussischer Marsch, Vierfach, Version 4.0 und so weiter und so fort. Mit Modpack, Produktionspack und hast du nicht gesehen. So, Stefan, ja, das wäre schon nice, ne? Wir hatten in der letzten Folge das Thema mit diesem erweiterten Tiersystem. Ist es jetzt kompatibel, ist es nicht kompatibel, gibt es noch Probleme, gibt es nicht Probleme? Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich jetzt auch nicht die 1-2 Stunden Zeit hatte, das alles durchzutesten. Um mal zu gucken, was funktioniert oder was funktioniert nicht. Da muss man ja ein paar Sachen beachten. Aber vielleicht wissen wir das schon im Laufe der nächsten Woche mehr. So, was ist hier fertig? Genau, also wir sind aktuell noch am Hirse anpflanzen, am Hanf anpflanzen und am Mais. Auch in der letzten Folge schon. Hier sind wir vorgewendet, sind wir gleich fertig. Ja, dann steht noch die große Feldzusammenlegung im Raum. Also ich glaube, ich mache das, ne? 2021, 2022, dann haben wir da wirklich ein sehr verwinkelt und verwurschteltes Feld. Aber gut, wenn wir das mit einem normalen Mähdrescher ernten, das klappt ja schon irgendwie, ne? Sofern dann die Kursplay-Kalkulation stattfinden kann. Wir brauchen mal wieder Dünger. Und erst wenn die Sämaschinen in Arbeit sind und wir mit dem Grasballen absammeln fertig sind, also Grasballen ist alles, ne? Also Luzerne, Heu, was weiß ich, Klee. Haben wir schon, ne? Aber Gras, so Gras, Heu und so weiter, wo wir das alles abgesammelt haben, mache ich Produktionsinfomob wieder auf. Und dann heißt es wirklich komplett, ne? Dann ist wieder Produktionsversorgung Fokus Nummer 1. Mit Produktion versorgen heißt auch wieder Produkte einlagern, Zentrallager und große Verkaufstouren machen. Also das werden wir bestimmt noch hier im April 2 machen. Der Imbiss hat ja auch schon Geldkassette produziert. Wir könnten dann Rohstoffe einkaufen, gucken, ob wir irgendwas dringend einkaufen können, was wir brauchen. So, ein bisschen Saatgut. Reingequetscht, ja. Muss echt knapp sein. Ja, wie eine Kursplay-Kalkulation, ne? Das müssen wir dann noch mal gucken. Wo ihr sagt, das ist aber die beste Einstellung, da bleibt nachher am wenigsten übrig, ist am praktischsten zu bearbeiten. Ja, aber mal gucken. Ansonsten ist halt die Vorgewendereihe ein bisschen kritisch und danach läuft's, das ist manchmal so. Das war's. Dünger ist leer, aber ich soll ja noch, hab noch ein, also entweder einen Düngerstreuer haben wir noch. Aber es ist auch durchaus denkbar, dass wir hier im Überladewagen noch was haben. Im roten. 41.000 Liter Mineraldünger. Das ist ja das aber sehr totes Kapital da. Trotz ist das totes Kapital. Trotz, hab gar keinen Träger hier, der das rausziehen kann. Schade. Ich glaube, dann würde ich das einfach ins Hoflager umdisponieren. Eine gut separierte Gülle. Ist ja aber eben die Geschichte dann beim Feedlot mit fertig oder Feedlot Bauplan. Separierte Gülle ist ja eine Geschichte von Hop and Hoses, ne?
Also Dünger wieder zurück umladen. Beim Bauplan. Und dann bei den Kühen oder bei Schweinen kann sein. So, ja, kann ich schon. Sonst dürfte das dann nicht stehen. Ach so, die andere Kammer hat ja auch einen. Oh Mann. Der lädt wahrscheinlich nur ab, wenn Träger dran ist, oder? Habe ich nochmal überlegt, ob ich nicht nochmal diese Silos skalieren sollte, irgendwie auf 30% größer oder so. Also dann als wahrscheinlich als zusätzliches Silo anbieten, weil es natürlich bei einigen sonst Probleme geben würde. Man könnte sich das dann ja über die Safe Game ja aber ändern, über die Safe Game XML, ziemlich leicht eigentlich austauschen und hätte dann halt, mal klar, man müsste den Autodrive-Kurs einmal leicht ändern, hätte aber bei dieser Entladung deutlich weniger Probleme, ne? Gut 30% mehr. 50 wird wahrscheinlich zu viel. Komme ich auch irgendwann hier nicht mehr durch. So, du bist ja leer. Wird einmal umgeladen. Kommt er wieder leer zurück. Surf gerade. Oh, besser. Halt dieses Dünger bei dir nicht und so, glaube ich. Ist ja generell auch mit Fahrzeugen schwierig, ne? Oh, 48.000 Liter, das reicht noch für die diesjährige Aussaat, würde ich behaupten. Dann kann es gleich auf die 17 zurück, wir haben nämlich andere Sachen zu tun. Da brauchst du dich übergeben. Und dann kann er noch seine letzten drei Bahnen ziehen. Oder zwei Bahnen oder letzte Bahn oder wie auch immer. Sinn, ne? Nicht. So macht das Sinn. Ich glaube, wir sind durch, oder? Mit den Beinen? Oder welches Feld habe ich jetzt noch wieder vergessen? Das mache ich ja nicht. Das können wir, das ist auch so Notgras. Oder Notheu. Bevor die Tiere verhungern, könnten wir das Feld dann immer noch bearbeiten. So, ich glaube, hier ist nichts mehr. Denn Rittnerhof.
erstmal Werkstatt und dann in die Ballenhalle. Oder hier in die Gras, was ich Equipment, Gras-Equipment-Halle. Schön, schön. Dafür prosten wir mal. Prost, Leute. Alle. Ja, fährt hier rum. Kürzer? Naja, gut, ist ein bisschen kürzer. Auch fertig, ne? Wir werden nochmal gucken können, wie viele Ballen das jetzt waren. Er hat 387, da haben wir mehr. Müsst du mit der Fräse mal hinkommen, um die Bäume da wegzufräsen. Das, ich meine, klar, es bietet sich jetzt an, das zu machen. Alles erstmal zur Werkstatt. Immer noch nicht reichen. Ja, genau. Hier der JCB, ne? Steht aber auch. Das ist ja auch nur eine Ladung, das sind ja nur kleine Bäume. Also egal, alle kriegen wir nicht mit, von dem Mann sind ja auch noch ein paar. Hier würde ich jetzt aber mal zum Rinderhof fahren. Da muss auch gerne ein bisschen ausreichend Heu hin. Schafft er nicht. Gut, hier müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir die auch wieder wegkriegen. Also repariert ist der. Na gut, Power den anderen einfach wegzuschieben. Auf entspannter Basis. Gerne, danke auch, gute Nacht. Jetzt auf dem Feld die Ecken nachmalen würdest, würde kurz bei das Feld doch dann Rundung erkennen, oder? In Heu liegt schön in den Kurven liegt schön Heu, aber nicht wie dieser ein vorgewendete Bahn. Gewendet. Stell hier vorne die Halle, ne?
Ich will nicht tanken. Weil ich nichts mehr da ist, ne? Wir müssen was nachkaufen. Hier wollte ich auch noch mal ein bisschen Grünzeug verteilen. Und weiter geht's. Der hat so gut wie Kreise da. Zack, bitte. Auch wenn es nicht viel ist. So, das war die mit 387. Mal gucken, was die andere Presse hat. Mal kurz umsteigen. Und auf 22 schicken. Den Rest absammeln, ne? Schön hier. So, wie viel haben wir denn jetzt hier? Stroh fast 2 Millionen. Luzerner Heu ein bisschen. Klee, Heu ein bisschen. Klee, Gras, Heu ein bisschen. Gras fast nix. Hier ist nix an Gras angekommen, aber ist auch nicht so schlimm. Brauchen wir hier auch nicht unbedingt, ne? Was wir vielleicht noch brauchen und bald dann Gedanken machen sollten, eine zweite Düngerproduktion, einfach um genug zu haben. Dachte ja eigentlich, ob ich die hier noch irgendwo reinkriege. Vielleicht an dem Silo. Wird wahrscheinlich dann kapazitätsmäßig sich irgendwie connecten. Das war fast gekonnt eingepackt. Leerwerk vielleicht. Und sein. So, der hat 1157. Der war ein bisschen länger im Einsatz. Also 1500 Ballen waren das jetzt ungefähr. Im ersten Schnitt. Weil die Pressen waren neu. Letzten Jahr hatten wir die noch nicht. Also 1500 irgendwie Gras, Heu oder noch Luzerneballen. Das ist doch gut. Außer wird es euch nepp. Das geht aber, oder? Wie viel gibt es zumindest? Noch nicht. Juhu.
funktioniert. Gut, aufgeräumt, auch ab zum Hof. In der nächsten Folge sehen wir zu, dass die Sämaschinen da auf ihren aktuellen Feldern fertig werden und wir auf weitere Felder kommen, dass wir die Felder zusammenlegen. Das machen wir dann in den nächsten. Vielen Dank, bis dahin und tschüss.